Bei dem US-amerikanischen Musiker Michael Bolton wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Deshalb musste er sich vor den Feiertagen einer sofortigen Operation unterziehen. Das hat der Sänger nun in seinen sozialen Netzwerken bekannt gegeben. In der Mitteilung verkündete er auch, dass er eine Tourpause einlegen wird, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Kurz vor den Feiertagen wurde festgestellt, dass ich einen Gehirntumor hatte, der sofort operiert werden musste. Dank meines unglaublichen medizinischen Teams war die Operation ein Erfolg, schrieb der Sänger, der im kommenden Monat seinen 71. Geburtstag feiert. Ich erhole mich jetzt zu Hause und bin umgeben von der enormen Liebe und Unterstützung meiner Familie. Der Grammy-Gewinner teilte den Fans weiter mit, dass er die nächsten paar Monate seiner Genesung widmen und eine vorübergehende Pause vom Tourleben einlegen werde. Es ist immer das Schwierigste für mich, meine Fans zu enttäuschen oder eine Show zu verschieben. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ich hart daran arbeite, um meine Genesung zu beschleunigen und bald wieder aufzutreten, schrieb Bolton und dankte seinen Fans für ihre Liebe und Unterstützung im Laufe der Jahre. Ihr wisst, dass ich eure positiven Botschaften in meinem Herzen behalte. Und ich werde euch so schnell wie möglich über weitere Updates informieren, schloss er sein Statement. Im vergangenen Jahr hatte der Sänger sein neues Album veröffentlicht und in einem Interview betont, dass sein Familienleben seine größte Freude sei. Bolton hat 3 Töchter und 6 Enkelkinder. Ich empfinde noch mehr Liebe und Stolz für meine Mädchen, seit sie ihre eigenen Familien gründeten, sagte er damals. Die Menschen, die ich liebe, machen mir viel Glück. Die wichtigen Dinge ändern sich nie wirklich. Liebe ist das Wichtigste, der Mittelpunkt des Universums. Es gibt nichts Größeres.